Butter bei die Fische. Wie gut ist sie denn nun, die Nintendo Switch? Um die Frage ja mal herauszufinden bzw. beantworten zu können, habe ich mir hier drei Experten mit ins Studio genommen, die sich in den letzten Tagen eigentlich fast ausschließlich mit der Nintendo Switch beschäftigt haben und mit den dazugehörigen Spielen, vornehmlich Zelda. Das ist zum einen der Viktor Eipert, der Johannes Gerling und der Lukas Schmid. Habt ihr wahrscheinlich auch schon in den anderen Videos gesehen, die wir zu der Konsole gemacht haben. Ja, lasst uns reden, Freunde. Hier ist sie auch nochmal. Die Nintendo Switch habt ihr bestimmt schon alle gesehen. Mhm. Wir haben ja diverse Videos gemacht, wo wir das Ding mal angeschlossen haben, ausgepackt haben und so weiter und so fort. Ja, jetzt aber, wie gesagt, zur spannenden Frage, wie gut sie denn ist. Erstmal das Konzept Nintendo Switch. Geht es denn jetzt für euch auf? Also diese verschiedenen Modi, dass es quasi so ein Hybrid ist aus stationärer Konsole, Handheld-Konsole. Funktioniert das? Ist das geil? Macht das Spaß? Wir fangen an mit Viktor. Ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut. Was ich zum Beispiel schon mal hervorheben möchte, ist, wie schnell alles geht. Also es geht wirklich ratzfatz. Du hast die Konsole ja für gewöhnlich an deinem Dock stehen, an deinem TV-Gerät. Ja, das Spiel läuft. Du ziehst sie raus. Und es dauert wirklich eine Sekunde, da hast du das Bildschirm direkt auf der Switch selbst und kannst es direkt mitnehmen, weiterspielen. Was mir auch gut daran gefällt, ist nicht nur, wie schnell das Bild an sich switcht, sondern auch, dass du es in den Sleep-Modus ja jederzeit schalten kannst mit dem Power-Knopf. Und er merkt sich auch, wo du im Spiel bist. Das heißt, er sperrt einfach nur den Bildschirm, merkt sich aber, wo du bist. Das heißt, sagen wir mal, ich spiele Zelda, ja, ich muss jetzt los, ich ziehe es einfach ab, tue es in den Sleep-Modus, pack es in meine Tasche, fahre irgendwo hin, schalte es 2 Stunden später wieder an und kann sofort weiterspielen, ohne irgendwie auch nur 5 Sekunden zu warten. Das finde ich echt klasse. Ja, also dieses Mitnahmekonzept funktioniert scheinbar. Lukas, was meinst du? Es funktioniert sehr gut, es hat aber auch seine kleinen Schwachpunkte. Erst einmal das Ladekabel, also man kann jetzt die Switch, wenn man auf dem Mobil spielt, nicht mit jedem beliebigen USB-C anschließen, sondern da gibt es eben so Formatsunterschiede, frage mich jetzt nicht nach den Details, da fragt lieber jemanden, der sich mit Technik besser auskennt. Das heißt, man muss sich extra so ein Kabel entweder noch anschaffen oder eben das Kabel der Konsole doch dann wieder abschließen, dass man doch wieder zum Konsole, also zum Dock muss. Das ist ein bisschen umständlich, dann eben die Akkulaufzeit ist schon relativ kurz. Ich habe es jetzt mal mit Zelda zum Access getrieben, habe volle Bildschirmhelligkeit und habe intensiv gespielt und da war das schon relativ lang vorbei. Aber prinzipiell bin ich bei Victor, also es funktioniert super, es macht Spaß, es ist einfach unglaublich schnell. Ja, also das Konzept geht auf und ich glaube tatsächlich, dass das von allen Möglichkeiten, die Nintendo hatte jetzt mit der neuen Konsole, die beste war, um quasi Mobilsektor und Konsolensektor zu verbinden, weil ja Nintendo gerade bei den Konsolen doch sehr geschwächelt hat in den letzten Jahren. Ja, das würdest du den beipflichten. Ich stimme den beiden auf jeden Fall zu. Was ich besonders toll finde, ist einfach die Möglichkeit, dass ich Mario Kart 8 oder ist eben Zelda auch einfach wirklich unterwegs spielen kann. Das passt in die Hosentasche. Ich kann die Joy-Cons abmachen, links einstecken, dieses Tablet rechts einstecken. Kann im Bus, im Zug, egal wo ich bin, ich kann jetzt, wo es warm wird, in den Park gehen oder ich kann mich an Main legen oder sowas. Und kann loszocken und kann überall das einfach mitnehmen und das überzeugt mich schon ziemlich mehr, als ich vorher gedacht habe, muss ich sagen. Ich habe gedacht, naja, so richtig zocken macht man dann schon zu Hause eigentlich, ne? Aber wenn man es jetzt mal selber erlebt hat, dann ist es schon wirklich toll. Ja, wie das Ganze, ja. Wobei man sagen muss, es braucht schon ein bisschen Gewöhnungszeit, bis du dich daran gewöhnt hast, dass das so ein technisch doch aufwendiges Spiel für ein mobiles Spiel dann auf dem kleinen Gerät läuft und du halt diese ganzen Details im sehr, sehr kleinen Rahmen siehst. Also es ist eigentlich alles wunderbar sichtbar, aber als ich das erste Mal mit dem Gamepad gespielt habe, musste ich mich schon mal daran gewöhnen, oh, okay, jetzt ist die Welt doch sehr klein. Aber es ist prinzipiell ein super Konzept, also keine wirkliche Kritik, sondern mehr ein Gewöhnungsfaktor. Gut. Sprechen wir kurz über die Technik, also über die Leistungsfähigkeit, die das Ding halt hat, gerade so auch in grafischer Hinsicht. Es kann ja rein technisch gesehen jetzt nicht mit einer PlayStation 4 Pro, sage ich mal, oder einer Xbox One mithalten. Ist euch das irgendwie negativ aufgefallen beim Spielen jetzt? Ja, negativ. Sagen wir es mal so. Im Vergleich zu anderen Nintendo-Spielen, nein. Im Vergleich zu anderen PlayStation-Spielen, ja. Weil es schon immer so war. Ich meine, das ist bei der Wii U auch aufgefallen und das ist bei der Wii aufgefallen. Natürlich sehen die Spiele nicht aus wie brandneue AAA-Games auf Xbox One und PS4. Das Problem an diesem Vergleich ist auch, wir haben jetzt halt First-Party-Spiele gehabt, die es auf anderen Konsolen nicht gibt. Wir haben jetzt kein, was weiß ich, FIFA gehabt, wo du es wirklich genau nebeneinander stellen kannst, um einen 1-zu-1-Vergleich zu machen. Das ist natürlich eigentlich die spannende Frage. Wie sehen die quasi die Drittherstellerspiele aus, die es auf mehreren Konsolen gibt? Weil wie Zelda auf der Switch aussieht, ist nichts
so relevant, da es nicht auf anderen Konsolen verfügbar ist, schlicht und einfach. Ich denke, du hast einen guten Punkt gesagt. Es lässt sich halt schwer vergleichen mit den anderen Konsolen, also mit PS4 oder Xbox One. Dann vergleichen wir es doch einfach mal mit dem Vorgänger. Sagen wir doch mal, im Vergleich zu Wii U oder zu dem 3DS. Also Wii U, die vorherige stationäre Konsole von Nintendo. Man kann sagen, ziemlicher Flop eigentlich. Ne? Hat sich halt kann man so sagen. Ne? Ich glaube, da wird Nintendo jetzt natürlich offiziell niemals, aber sie, so innerlich werden sie wahrscheinlich zustimmen. Im Gegensatz zum 3DS, sehr erfolgreiches Gerät, halt ein Handheld, ist jetzt so ein Hybrid. Ja, kein Spielzeug mehr jetzt? Oder was kann man dazu sagen? Also technisch ist natürlich massiv über dem 3DS, das ist klar. Im Vergleich zu Wii U ist es auch stärker. Wie viel stärker lässt sich jetzt noch nicht wirklich sagen, weil wir können jetzt als Vergleich nur Zelda nehmen, das auf beiden Konsolen erscheint, das ein bisschen besser ausschaut, jetzt aber nicht dramatisch. Es hat eine höhere Auflösung, irgendwie bessere Soundeffekte, kürzere Ladezeiten. Mhm. Aber prinzipiell lässt sich das hier nicht wirklich sagen. Ich glaube, wir müssen wirklich eine Nintendo-Entwicklung abwarten, die halt wirklich nur für Switch kommt, um dann zu sehen, wie stark das Ding ist. Ich meine, Mario, Super Mario Odyssey. Galaxy wollte ich sagen. Super Mario Odyssey. Das war das Wii-Spiel. Das war das Wii-Spiel. Ist schon ein recht guter Indikator, weil das schaut im Trailer, konnten wir noch nicht spielen, aber schaut im Trailer schon mal ziemlich geil aus. Und ich glaube, hier läuft es noch hin. Also es wird nicht PS4 sein, aber es wird deutlich besser sein als das, was wir jetzt zum Start haben. Das ist ja immer so bei einer Konsole, dass die Spiele der zweiten Welle dann besser ausschauen als die ersten Welle. Und die Trailer versprechen das jetzt auch schon. Und was ich noch sagen wollte, dieser Konsolenvergleich, man kann es zumindest jetzt durch eine zufällige zeitliche Korrelation ein bisschen hier einschätzen, weil Horizon und Zelda ja gleichzeitig erschienen sind, also Horizon Zero Dawn für die PS4. Und hier merkst du schon, dass natürlich die PS4 deutlich mehr im Kasten hat, aber was die Switch oder was Nintendo mit der Switch sehr gut kann, was man jetzt schon in Zelda sieht, ist einfach dieses durch die Cartoon-Optik oder durch eine künstlerische Gestaltung sich abheben und dann vielleicht so manche technische Schwäche zu kaschieren dadurch. Dem würdet ihr jetzt zustimmen? Ich würde sagen, es ist halt vor allen Dingen so, dass man eben eine Nintendo-Konsole ja nicht unbedingt kauft, um halt jetzt die geilste Grafik oder sowas zu haben. Sondern man will halt Mario spielen, man will Zelda spielen, vielleicht Donkey Kong, Kirby, was auch immer. Und da sieht es natürlich wunderbar jetzt auf der Switch aus. Es sieht nicht so viel besser aus als auf der Wii U, aber es sieht knackig aus, es läuft flüssig großteils. Und man muss halt auch immer bedenken, dass es einfach so ein kleines Ding ist, was nicht viel größer ist als ein kleines Tablet oder ein großes Smartphone. Ja. Und dafür, finde ich, ist die Grafik wieder absolut okay. Und man muss überlegen, es muss ein Akku noch mit rein. Ja, also ich würde sagen, die haben schon viel rausgeholt aus dem, was eben zur Verfügung steht, auch aus dem Platz, der zur Verfügung steht in so einem kleinen Gerät. Aber die Konkurrenz ist natürlich grafisch, technisch ziemlich davon gefahren, würde ich sagen, auf jeden Fall. Gut, ein großes Gimmick ja, unschwer zu übersehen, das ist ja diese Steuerung, ne? Ist ja was ganz Besonderes. Man kann hier diese Dinge abnehmen, das habe ich mittlerweile auch gelernt, wie das funktioniert. Kann man vielleicht erzählen kurz, beim allerersten Mal hast du das Ding komplett falsch reingesteckt. Ich habe sie so, also ich glaube hier bei dem... Mit der Schiene. Bei diesem Ding hier, ne? Da habe ich die so rum reingesteckt, ne? Und hab's dann kaum mehr rausgekriegt. Das soll ihr tunlichst unterlassen. Ich habe das versucht, dann absichtlich nachzumachen. Ich hab's nicht mehr geschafft. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Also sie ist nicht komplett idiotensicher, das kann man auch schon mal sagen. Ne? So, ja, was sagt ihr zu diesem Konzept? Hier sehen wir das ja, jetzt haben wir das zum Beispiel mal umgesteckt in dieses ja doch ziemlich klobige Teil hier, wie ich finde, kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Sagt ihr doch mal, was ihr habt mit diesen verschiedenen Steuerungsarten. Hier auch nochmal der Pro-Controller, der ist ja separat erhältlich. Jetzt so rumhantiert, was gefällt euch da am besten, was gefällt euch da überhaupt nicht von? Fang nochmal an, Lukas. Okay, also das Schöne ist eben diese vollkommene Steuerungsfreiheit und ich sage jetzt mal so, du kriegst den ja, wie du sagst, der separat nicht dazu und wenn du jetzt mit dem Joy-Con in dieser Schale hier spielst, dann fühlst du dich prinzipiell jetzt mal eigentlich ganz wohl. Also es ist schon alles, wie du sagst, ein bisschen klobig, ein bisschen ungewohnt eben durch diese Form, aber funktioniert eigentlich tadellos. Genauso, wenn du die Joy-Cons jetzt ans Tablet steckst, funktioniert auch wunderbar. Allerdings, wenn du dann den Pro-Controller in der Hand gehabt hast, dann merkst du schon den qualitativen Unterschied. Es ist so, man sollte vielleicht nicht mit dem Pro-Controller anfangen und dann für immer und ewig zurückgehen auf die Joy-Cons, weil dann denkst du dir schon, oho, okay, das geht schon noch geiler. Aber einfach diese Freiheit beim Wahl der Steuerung, diese Freiheit bei der Wahl der Steuerung, das ist eigentlich schon ganz cool, dass du einfach selbst wählen kannst. Du musst ja nicht, du kannst. Und dadurch, finde ich, ist es auch ein Kritikpunkt, den man, über den man hinwegsehen kann, dass es jetzt nicht so perfekt ist, weil du eben so viele Möglichkeiten hast, darauf zuzugreifen. Genauso, du hast ja auch einen Touchscreen, das heißt, da werden auch Spiele, den werden Spieler auch nutzen. Einfach diese Wahlfreiheit, finde ich, macht es aus. Egal, ob jetzt jeder einzelne Aspekt wirklich toll gelungen ist oder nicht. Ja. Um da mal noch einzusteigen, was ich auch sehr mag, ist, du kannst die Dinger ja auch separat benutzen. Ich meine, die Sorge war ja immer groß, was passiert, wenn ich den jetzt so separat benutze, ja, in einer Hand, die sind ja sehr klein.
Ich habe jetzt nicht große Hände oder aber auch nicht kleine Hände für einen Mann. Ich finde das eigentlich doch sehr angenehm. Das hätte ich am Anfang tatsächlich nicht gedacht. Naja, also und ich habe ziemlich große Hände. Ja, aber... Also für mich ist das, glaube ich, schon ein bisschen klein. Man muss aber dazu sagen, es gibt noch so eine Schiene drauf. Richtig. Ja, ja, genau, die Schiene. Es gibt dann auch die Schiene, die du aufsetzen kannst, dann hast du auch größere Schulterbuttons. Ich habe auch erstmal gedacht, ich meine, es sieht sehr klein aus, aber wenn du es dann spielst, dann merkst du es eigentlich nicht mehr, weil dann konzentrierst du dich nicht mehr drauf und es funktioniert doch ganz gut. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch sehr mag, du kannst die ja auch einfach so benutzen jetzt. Ja? Ich muss diesen Griff ja nicht zwingend benutzen, auf dem Sofa, wenn ich es spiele zum Beispiel, sondern ich kann mich einfach schön bequem hinsetzen, die Hände ein bisschen baumeln lassen und dann separat die zwei Einheiten benutzen. Dadurch, dass sie auch nicht mit einem Kabel verbunden sein müssen oder sowas, kann ich mich platzieren, wie ich möchte. Was ja auch unterwegs jetzt mit dem Tischmodus, wie er jetzt hier da steht, die Switch, auch sehr praktisch ist. Ja. Sagen wir mal im Flugzeug oder im Café oder wo auch immer man sie benutzen möchte. Drahtlos ist ein guter Punkt. Ich habe so ein bisschen gelesen, dass es ja ein paar Probleme gibt bei einigen Usern angeblich im Internet. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder ob das irgendwie aufgebauscht ist, keine Ahnung, dass sie ab und zu mal hier die Verbindung verlieren habt. Konntet ihr das nachvollziehen zum jetzigen Zeitpunkt? Also es gibt dieses Problem in irgendeiner Form schon. Ich hatte es daheim mal ganz kurz mit dem linken Stick. Da habe ich habe Zelda gespielt und habe halt versucht, die Figur zu bewegen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Eingaben leicht zeitverzögert erst angekommen sind. Wir haben das dann versucht nachzustellen im Büro und heute erst gemacht. Funktioniert alles einwandfrei. Sogar auf teilweise sehr große Entfernungen haben die hier noch wunderbare Empfangsstärke gehabt. Wir haben noch nicht so ganz herausgefunden, was da das Problem ist, aber irgendwie ist da schon der Wurm drin ab und zu. Ich hatte das aber wirklich sehr, sehr selten, muss man dazu sagen. Andere Leute, habe ich schon online auch gesehen, haben das häufiger gehabt. Ja. Müssen wir noch in Erfahrung bringen, was da das Problem ist. Vielleicht ist es ja auch eine Software-Geschichte, die dann mit einem Day-One-Patch und so weiter bereinigt wird. Aber irgendwas scheint ja nicht zu stimmen. Mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Hast du noch was zu den Controllern zu sagen? Ich finde, es ist halt besser geworden als erwartet auf jeden Fall. Also ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht am Anfang eben mit diesem Grip hier, mit dem Umstecken. Funktioniert es so gut? Mhm. Und auf dem Event in Offenbach fand ich es auch nicht so geil, als ich es zum ersten Mal ausprobiert habe. Aber im Alltag schlägt sie schon ganz wacker. Also der Pro-Controller, an den kommen die Joy-Cons nicht ran, das steht außer Frage. Ja. Und ich finde, wenn sie eingedockt sind ans Tablet selber, dann sind sie auch echt gut. In dem Grip allerdings finde ich es schwierig. Dadurch, dass man, wenn die drin sind, diese quadratische Form hat, das ist schon echt gewöhnungsbedürftig, finde ich. Und also wer ernsthaft Zelda oder sowas zocken will und der wirklich Zeit investieren will, der würde ich schon anraten, den Pro-Controller zu nehmen. Aber immerhin 70 Euro, ne? Das sind 70 aber Euro, ja. 70 Euro, aber wenn Freunde, man halt dann seid ihr schon bei 400 mit der Konsole. Wenn man Multiplayer dann mal zocken will, mit Mario Kart kommt oder so, dann braucht man sowieso mehr Controller. Also ich finde auch tatsächlich einfach, wenn man die Anschaffung lohnt sich deswegen, weil es einfach unglaublich gut ist, der Controller. Also der ist für mich jetzt schon nach dieser knappen Woche unter den Top 3 aller Controller, die ich in meinem Leben benutzt habe. Also der ist wirklich sehr, sehr gut. Fühlt sich auch sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Ja. Ist sehr wertig, ist sehr das wertig. Gewicht ist auch schon angenehm, weder zu leicht noch zu schwer. Die Buttons sind sehr gut platziert und drücken sich auch sehr gut. Ja. Die Sticks sind klasse, kann man auch nichts sagen. Also Hut ab. Also der Pro-Controller, der lohnt sich schon. Ich bin da beim Johannes, also da sollte man das Geld investieren. Ja. Hat dafür dann viel Freude und vor allem die Akkulaufzeit ist auch wieder mal der Burner. Also ich habe es nicht geladen, nachdem ich es auf der Kiste genommen habe. Habe Zelda losgelegt und nach 3 Tagen oder sowas muss ich es das erste Mal laden. Also das hält ewig, echt lange. Gut. Kommen wir noch mal kurz auf die eigentliche Konsole, weil das ist sie ja im Grunde hier zu sprechen. Wir haben schon ein bisschen was gesagt. Display und so weiter für ein Handheld völlig in Ordnung, würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, sehr gut, weil ich meine, es ist ein 720p Display. Andere Handheld-Konsolen können da nicht mithalten. Punkt. Ja. Das ist im Moment Fakt. Wenn man das Ganze dann am Fernseher benutzt, dann gibt es ja diese Docking Station, da steckt man das Ganze dann so rein. Was sagt ihr eigentlich so grundsätzlich zu diesem Design hier? Gefällt euch das? Ja, also es sieht auch wieder hübscher aus als erwartet, muss ich sagen. Ich finde, wenn die Joy-Cons rausgemacht sind, dann ist es ziemlich schlicht. Mhm. Dann fällt es gar nicht so groß auf. Wenn wir dran sind, dann ist es halt ein bisschen, als wäre es so eine Ladestation, was es ja im Endeffekt auch ist. Das Schöne daran ist halt, dass es so schmal und klein ist. Und mit den Kabelläufen da hinten kann man es echt schön hinstellen. Dockt das Ding ein und dann ist es nicht groß im Weg. Es sind keine großen Kabel oder sowas. Also ich finde, da gibt es nichts dran, essentiell auszusetzen an der Dockingstation. Ja. Und die kann ich auch ohne weiteres, wenn ich jetzt nur die
die Konsole hier also mit habe, das Handheld sozusagen, das Game Tablet heißt es ja, glaube ich, ne, wenn ich das einfach mit habe. Das kann ich dann auch beim Kumpel aufladen, einfach so. Wenn er eine Station hat, kannst du das da ganz einfach einstecken und es geht genauso los wie bei dir daheim auch. Also okay. Das ist jetzt nicht, es ist nicht so, dass die eine Station zu dem Tablet zugehört. Ja. Das macht da keinen Unterschied, wenn du es einsteckst. Es geht aber nicht, dass ich hier unten einfach einen Stecker reinstecke, oder geht das auch? Das geht auch, ja. Es geht auch nicht am Fernseher. Du kannst den Stecker anstecken unten, aber nicht am Fernseher spielen. Du kannst es zum Laden benutzen. Ja, das ist logisch. Also ich kann jetzt nicht mein USB, das Ding irgendwie per USB mit dem Fernseher verbinden und dann läuft es. Nee, das geht nur über die Station. Also HDMI ist die einzige Möglichkeit, ja, das Bild an den Fernseher zu kriegen, aber du kannst es zumindest überall laden, wo du einen USB-C-Anschluss auch anschließen kannst. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass die mehrere Switches untereinander kommunizieren können. Das heißt, wenn du die Switch zu einem Kumpel mitnimmst, kannst du dann, wenn du jetzt Bomberman oder was auch immer im Mehrspielermodus spielst, deine Switch erkennt dann die andere Switch und dann kannst du deinen Bildschirm benutzen und mit dem, während er im Fernseher spielt oder auf seinem Switch im Handheld-Modus, kannst du auch Mehrspielermodus machen. Was schon auch ganz cool ist. So eine Mischung quasi aus 3DS-Multiplayer, wo jeder seinen eigenen 3DS hat, aber man kann auch in der gleichen Konsole zocken mit verschiedenen Controllern wie bei der Wii U halt. Es kommt so beides zusammen von beiden Linien. Ja. Und also auch lokal mit deutlich mehr Spielern. Ich glaube, 18 ist jetzt, glaube ich. 8 ist das Maximum. Ja. Also man hat quasi auch hier die maximale Freiheit, was man alles miteinander kombinieren möchte. Ja. Also grundsätzlich höre ich jetzt hier so raus, das Konzept überzeugt schon. Das funktioniert so im Großen und Ganzen. Mhm. Kommen wir jetzt aber noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Das sind natürlich die Spiele. Gerade jetzt zum Launch sieht es ja da eher so ein bisschen mager aus. Und ich denke, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wenn ich jetzt noch überlege, gebe ich 330 Euro für das Ding da aus oder nicht? Was habe ich denn jetzt am Anfang erstmal und wie sieht das Spiele-Line-Up aus? Zelda haben wir schon gesagt. Genau, zum Start hast du Zelda natürlich, aber da ist eben auch gleich das Aber, weil kommt ja für Wii U auch. Wenn ich eine Wii U zu Hause habe, brauche ich es eigentlich nicht. Aber Nintendo hat es irgendwie geschafft, ziemlich gut zu vermarkten, dass Zelda ein Switch-Spiel ist. Das heißt, niemand denkt bei Zelda jetzt an die Wii U. Ansonsten nämlich schaut es eben auch ein bisschen mager aus tatsächlich. Also wir haben gerade hier Bomberman vor kurzem auch mal jetzt ausprobiert. Ansonsten gibt es noch viele Download-Spiele, die aber erst, wenn der eShop dann mal da ist, anmeldbar sind und auch jetzt großteils bekannte Sachen sind, wie AM Setsuna, was ja vor ein paar Monaten für die PS4 erschienen ist. Ja, oder Sachen wie Skylanders, Imaginators, kommt jetzt auch raus, aber Just eben Dance. Auch eigentlich. Eben, sehr viel, sagen wir mal, aufgewärmte Spiele. Das einzig andere neue Spiel zum Launch ist noch One-Two-Switch. Das haben wir noch nicht hier, haben es aber schon ausprobieren können. Und ich meine, klar, als Party-Game funktioniert es schon ganz gut. Aber nicht jeder möchte natürlich mit so einem Spiel einsteigen, sozusagen. Genau. Und ich meine, gut, man hat halt quasi mit Zelda ein Hardcore-Game und mit One-Two-Switch ein Party-Game. Und ja, dann wird es halt schon etwas mager. Und ich will jetzt die Indie-Spiele nicht schlecht reden, aber hat man halt teilweise schon auf anderen Plattformen zum Beispiel. Und im nächsten Monat geht es ja auch mit einem überarbeiteten, aber doch Port weiter. Da ist ja dann Mario Kart 8 Deluxe, glaube ich, heißt es. Ja, korrekt. Das heißt, bis dann wirklich die großen neuen Entwicklungen kommen, wird es wohl noch dauern. Da ist eigentlich bis jetzt Mario und das ist halt im Winter bisher angekündigt, für den Winter. Also, das muss man halt natürlich wissen, weil sonst könnte ich als Interessent an der Konsole sagen, ja, mein Gott, das ist schon 330 Euro, ne? Ja, ist schon ein ordentlicher Preis. Muss ich mir halt überlegen, ob ich das ausgebe. Warte ich nicht einfach 3 Monate, dann ist vielleicht eine Preissenkung schon so ein bisschen da und dann kommen die ganzen Spiele. Ist das vielleicht ein Weg, den ich beschreiten könnte oder würdet ihr davon abraten? Also ich persönlich würde ganz klar sagen, wer nicht mit Zelda reinstarten will, der sollte nicht reinstarten. Das ist für mich so simpel. Man kann auf jeden Fall mindestens bis Sommer warten, wenn dann Splatoon 2 da ist. Das ist das nächste wirklich große Spiel, das kommen wird. Ich meine, über Arms müssen wir noch gucken, wie gut das jetzt wird. Das kommt zwar davor noch. Mario Kart 8, natürlich, ich weiß, Johannes, du bist großer Fan, das will ich jetzt nicht schlecht reden, aber aber ist halt doch nur Import, ja. Mit Erweiterung, ja. Und zum Weihnachtsgeschäft hingegen, wenn alles so funktioniert, wie Nintendo das sagt, wenn die Spiele dann rauskommen, wenn sie kommen sollen, dann hat man allerdings eine ziemlich große Auswahl schon. Weil dann kommt noch Mario dazu, da kommt noch Fire Emblem Warriors dazu, da kommt noch Xenoblade Chronicles 2 dazu. Und sicherlich auch noch ein paar Drittherstellerspiele, von denen wir jetzt noch nicht mal was wissen. Denn nicht nur Drittersteller, ich meine, auf der E3 wird auch Nintendo noch sicherlich noch einige Zeit Sachen ankündigen, richtig. Zum Beispiel Metroid ist überfällig. Oh ja. ja, also das ist jetzt meine Sicht der Dinge. Ich werde sie mir holen, so viel kann ich verraten, weil ich Zelda nun mal auf der Switch spielen möchte. Ja. Wäre ich jetzt nicht großer Zelda-Fan, würde die Sache definitiv anders aussehen für mich. Hm.
Stimmt sie zu, oder? Ich würde sagen, wenn man Zelda jetzt nicht gleich spielen will, kann man auf Bundles warten oder sowas, auf jeden Fall. Also Amazon Frankreich hat zum Beispiel jetzt zum Start auch schon Bundles mit Zelda angeboten, die dann ein paar Euro günstiger sind. Und das wird in Deutschland sicherlich auch kommen, dass die Händler das machen. Und wer Zelda nicht unbedingt jetzt zocken will und in der bestmöglichen Version, das muss man auch dazu sagen, der kann warten, weil ansonsten gibt es nichts, was jetzt den Kauf von einer komplett neuen Konsole irgendwie schon rechtfertigt. Vor allem hat Nintendo den Fehler gemacht, was eigentlich unnötig ist, aber was trotzdem pushen hätte können, einfach Apps anzubieten, die jetzt gleich zum Start irgendwie nutzbar sind, zum Beispiel Netflix oder Amazon Video oder sowas. Das wäre eigentlich zum Start wichtig gewesen, weil natürlich hat jeder sein Smartphone dabei, aber dieses sehr stufenlose, übergangslose Wechseln vom Fernseher zum Handheld wäre halt gerade bei solchen Apps schon sehr praktisch. Und das soll alles kommen in der Zukunft, aber das zum Start, glaube ich, hätte ein bisschen zusätzlich Zugkraft geben können. Sollte man beim Hinterkopf behalten. Es ist ja natürlich ganz klar, wenn ich irgendwie eine Serie auf Netflix gucke und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, Vatern rein und will Fußball gucken oder so, dann mache ich zack und dann kann ich irgendwie weiterschauen. Aber alles noch nicht da. Gut, kommen wir langsam zum Fazit, zum Ende. Ich meine, das war ja schon so ein bisschen so ein Fazit. Ne? Du sagst halt, wer Zelda spielen will in der bestmöglichen Version, der kommt eigentlich nicht dran vorbei jetzt erstmal an dem Ding oder muss halt abwarten. Insgesamt aber dennoch eine Konsole, die keine Vollkatastrophe ist. Ja, das kann man bald deutlich sagen. Ich weiß noch nicht, ob es ein Hit ist. Das müssen wir, glaube ich, noch warten. Das kommt, denke ich, auch stark von den Spielen ab. Aber, glaube ich, ein spannender Weg von Nintendo, oder? Was würdet ihr sagen? Ich würde sagen, es ist ein Konzept, was nicht ganz leicht zu verkaufen ist. Aber wenn man es dann mal sich darauf eingelassen hat, also je nach der Woche möchte ich eigentlich schon mit keiner anderen Nintendo-Konsole mehr spielen, weil es einfach so ein schöner Wechsel ist. Einfach dieses kurz am Sofa, dann wieder hin, mal was herzeigen. Aber machst du das so auch tatsächlich? Ist das jetzt, was du ich nutzt? Ich habe in dieser Woche, wo ich jetzt Zelda bis zum Umfallen nachts gespielt habe, habe ich es tatsächlich mehrmals gemacht. Da dachte ich, oh, jetzt möchte ich mich ein bisschen zurücklehnen. Und das ist eben anders als bei der Wii U, wo das eher so ein umständlicher Prozess war, bis du irgendwann mal da das halbwegs hingebracht hast. Und wenn du in den Gang hinausgehen möchtest, musst du auch schon wieder das liegen lassen, weil da reicht die Verbindung nicht. Also das ist schon echt fein. Also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt und ich hoffe, dass es dann auch diesen Massengeschmack trifft, weil verdient hätte es, ist meiner Meinung nach. Habt ihr eben noch was hinzuzufügen? Ich habe es ja im Endeffekt schon zusammengefasst. Technisch finde ich das Gerät echt spitze, einfach von dem, was es bietet. Und dieses Konzept geht absolut auf, das muss man auch ganz klar sagen. Ich meine, nicht jeder braucht das Konzept für sich persönlich. Klar, ich sag mal, es gibt Leute, die spielen einfach nur daheim am TV. Aber das bietet es ja auch. Ich meine, es trifft ja jeden Spielergeschmack automatisch, weil es im Endeffekt alles gleichzeitig ist. Und jeder Aspekt davon ist gut umgesetzt. Von dem her, das Einzige, was es für mich im Moment zurückhält, ist einfach nur die Spieleauswahl. Ich denke, für Nintendo-Fans ist die Kiste geil, weil es ist der Handheld-Vorgänger direkt des 3DS und ich meine, die Auflösung vom Bildschirm, das ganze Gerät, ja, es hat halt nicht so die Leistung. Was die Heimkonsole angeht, ist der Vorgänger die Wii U und auch da ist es ein Riesenschritt. Das Ding ist einfach viel schmaler und ist moderner. Es ist halt, es passt so ins Jahr 2017 und ist nicht mehr so Spielzeug eben. Aber abseits davon sehe ich halt ein bisschen schwierig, das noch von Leuten, die wirklich auf Grafik stehen, kriegt man halt jetzt nicht die fetteste dort geboten. Dritthersteller muss ich noch ein bisschen zeigen, ob die das wirklich unterstützen groß. Ansonsten, ja, ich finde es sehr schwierig momentan zu sagen. Für mich persönlich ist es geil, für den Massenmarkt ganz schwer einzuschätzen irgendwie. Ja, gut. Damit haben wir das, denke ich mal, erschöpfend behandelt. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, noch mehr über die Konsole wissen wollt oder auch mehr über Zelda wissen wollt, dann schaut doch einfach bei uns. Wir haben einen Haufen Videos dazu gemacht. Könnt ihr euch dann alle anschauen. Vielen Dank, dass ihr hier wart und mit mir über das Thema geredet habt. Euch vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.